Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir in Scorcid ein bisschen Verstecken gespielt mit diesem blöden Angestellten, der den Schlüssel hatte für die Monorail, damit wir hier zum Rosé Tower hingehen können. Und ja, jetzt sind wir mit Hop und müssen, da hinten sehe ich doch schon was, und müssen ja mal gucken, was da drin so los ist, ne? Weil Deleon ist da drinne und Rosé ist, glaube ich, auch da drin. Und ja, ich weiß nicht mehr genau warum, aber oh, weil als während ich diesen Part aufnehme, das ist schon wieder, wenn nicht so ein, zwei Wochen her. Oh, eine TM, nachdem ich das letzte Mal die Story weitergemacht habe. Ich glaube, bei einer Zeitung senkt den Spezialangriff gezielt dadurch stark. Okay, Mystowellen sagt mir jetzt gar nichts, die Attacke. Ach so, das ist einfach nur Status. Okay, alles klar. Ja, kann man mal machen. So competitive nehme ich mal an, obwohl eigentlich nicht. Akku, okay, ist eine verbrauchbar, ist jetzt auch verbrauchbar einmal, oder? Also nicht. Ja, ich freue mich schon, wenn der competitive alles losgeht. Ich weiß zwar nicht, ob ich davon viel aufnehmen werde, aber mal schauen. Ich freue mich jedenfalls so oder so darauf. Komm, machen wir uns auf die Socken, Daniro. Das kann dann, gucken wir mal, was da drin so abgeht. Ich habe Raptor mit Tiamat ausgetauscht, weil Raptor schon wieder zu stark war mit einem Level 51. Ja, genau, tritt voll auf die Blumen. Hopp, ey. Oh, wow, so sieht der Rosé Tower also von innen aus. Der ist so riesig, da wird einem fast schwindelig. Okay, da ist Glas, ich wollte schon sagen. Wusstest du, dass der Rosé Tower angeblich auf einer Energiequelle gebaut wurde? Deshalb kann man an der Spitze des Gebäudes auch Pokémon Dynamax maximieren. Das ist überhaupt nicht verdächtig. Das ist überhaupt nicht verdächtig. Also wird gleich hier irgendwie was passieren. Aber was viel wichtiger ist, ich hoffe schwer, dass man den Aufzug bis ganz nach oben fahren kann. Der Rosé Tower hat nämlich sage und schreibe 100 Stockwerke. Da müssen wir uns jetzt hochkämpfen. Wie weit der Aufzug fällt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich die Endstation für euch ist. Alarm, Alarm, Eindringlinge gesichtet. Mitglieder des Personals sind verpflichtet, unbefugte Gäste unverzüglich zu entfernen. Gehört, die Anweisung kommt von Olivia, also muss ich sie befolgen. Wenn ich euch vertreibe, gibt es bestimmt einen fetten Bonus für mich. Was? Was ist das für eine Musik? Könnt ihr mal auf eine Stahl-Pokémon einsetzen? Ich kann nichts dagegen machen mit der. Interessante Musikauswahl. Jetzt irgendwie an wie irgendwas aus Undertale oder so. Keine Ahnung, warum nicht? Du hast einen Stahlkäfer, ich habe einen Stahlvogel. Was machst du jetzt? Oh, schon weg. Hey, wie, du bist schneller. Aua. Oh, was? Ja, warum ist das Ding so stark? Also irgendwie sei diese Olivia irgendwie, weiß nicht, mitten aus dem Nichts irgendwie jetzt zu einer Bösewichtin oder so geworden ist. Warum werden wir denn überhaupt? Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, weswegen wir storymäßig hin müssen, weil das schon wieder so lange her ist. Immer nur Fangparts in den letzten Wochen gemacht, aber Musik bleibt. Das verliere ich schon wieder Geld mit jeder Niederlage weiterhin in die Miesen. Da geht er hin. Mein Bonus aus der Traum vom eigenen Haus. Wir wollen zum Liga-Präsident Rosé. Sag schon, wo finden wir ihn? Nehmen wir von den Aufzug. Der Präsident hält sich an der Spitze des Gebäudes auf. Ja, gleich sind wir am Ziel. Halte durch, Bruder, er hat's bekommen. Komm, dann Nero, weiter geht's. Also Gefühl wird nicht so einfach. Hier wird doch noch irgendwas passieren, ne? Musik schon, weiß ich nicht. Ich will es nicht sagen episch, aber weiß ich nicht. Es wird irgendwie viel noch kommen, irgendwie. Komm, das ist der Empfangsschalter des Rosé Towers.
Immer für einen Aufzug. Okay. Okay, muss ich Blackwing mal nicht benutzen. Da ist ein riesiger Aufzug. Habt ihr gesehen, wie groß der Teil war? Was? Okay, ich wollte schon sagen. Oh, warte, jetzt kommt irgendwie jedes 10. Stockwerk irgendwie ein Trainer. Also, oh, es geht ganz schön weit nach oben. Hey, Moment mal, warum halten wir an? Wir sind doch noch gar nicht an der Spitze. Ich hab's gewusst. Ihr zwei seid Arena-Challenger, nicht wahr? Danke für eure Teilnahme. Wir können auf keinen Fall zulassen, dass ihr hier Ärger macht. Nicht zuletzt zum Schutz unserer Tochterfirmen, die auch ihren Sitz hier in Rosé Tower haben. Dieser Aufzug wurde von einem dieser Firmen gebaut. Makrokosmos Construction. Er ist groß und stabil genug, um deinen Pokémon-Kämpfer auszutragen. Ich habe so ein Gefühl, das Ding wird irgendwie, weiß ich nicht. Manu von Makrokosmos und Joel. Ich habe so ein Gefühl, da wird irgendwie so ein Kampfzonengebiet irgendwie so. Weil nicht jetzt mal gehst du irgendwie ein Stockwerk höher oder irgendwie so, das ist irgendwie so aufgebaut. Gab es nicht mal irgendwie so einen Turm auch? Ja, ins Markt oder so, glaube ich, oder danach, glaube ich, keine Ahnung. So, es war, ist natürlich wieder nicht effektiv, aber hier geht gegen beide. Ist ja alles Stahl-Pokémon haben, jetzt mal ganz ehrlich. Ich wollte mein neues Team-Pokémon hochtrainieren, aber ja. Nein. Au. Ich wollte schon sagen, das war ein Volltreffer, ne? Das kotzt mich jetzt schon wieder an, ne? Also wenn so was passiert, ey. Boah. Was ist das denn nochmal? Ach so, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Wenn Reflektor eingesetzt wird oder so, irgendwie so, ich keine Ahnung. So, ich blieb jetzt erstmal Dings wieder. Wer hat richtig auf den Nüsse geht, die jetzt weigt ist. Hey. Eine Faust, ich habe eine Faust gesehen, so gut gemacht, hopp. Ich bin der Größte. Ich weiß nicht, warum ich den so ausspreche. Oh, ich hatte einen schönen Traum. Ich habe geträumt, ich hatte irgendwie einen Traunfugel gefangen in diesem Spiel. Ja, ich habe bis jetzt noch kein einziges gefunden oder gesehen. Also ich nehme an, wird es nicht geben, ja. Oh. So trage ich denn an die Nummer 200, hä? Hä? Und jetzt hopp, mach ihn fertig. So. Oh, Faust. Eine Faust aus Stahl. Und die werden alle sich Pokémon haben, oder? Stahl-Pokémon, oder? Dreck. Hm. Wenigstens konnte ich beweisen, dass dieser Lift auch ein Pokémon-Kampf standhält. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als Makrokosmos Constructions. Oh, Geld. Wir haben verloren, also bleibt uns nicht anderes über als euch durchzulassen. Ich muss euch erneut bitten, nicht den Liga-Präsidenten bei seiner Arbeit zu stören. Der Aufzug hier im Rosé Tower besteht eigentlich nur aus einer beweglichen Plattform. Da dies unter normalen Umständen Risiken mit sich bringen würde, werden als Schutzmaßnahmen die diese Lichtwände erzeugt. Wir haben es eine Empfehlung von Makrokosmos Construction. Trademark. Tschüss. Na toll, wie es aussieht, kann das Personal den Aufzug einfach so von außen anhalten. Aber wollen wir doch so schnell wie möglich ganz nach oben. Die Pokémon haben sich echt gut geschlagen. Ich mache sie schnell wieder fit. Okay. Was machst du da? Da kommen schon die nächsten, ne? Auch wieder alle mit Stahl-Pokémon, ne? Pass auf. Wupp. Der Rosé-Tower ist insgesamt 300 Meter hoch. Wir befinden uns hier auf der 150 Meter Marke. Diese Stockwerk ist der Sitz der Firma MC Versicherung. Ich hoffe für euch, dass ihr gut versichert seid. Karl und Georgia. Klicklack und Flunkiefer. Dann wechsle ich eben schon wieder aus. Okay, ja, ich wechsle so aus, also egal. Was macht eigentlich vor Ahnung? Kann gefährlich gegnerische Attacken erahnen. Ja, super.
Da stand aber nur die wahre Schau. Was soll mir das jetzt wieder? Soll mir das jetzt sagen? Ja, okay, das sind dann, die sind dann neutral, ne? Also Stahlattacken. Bonk. Boah, eine Faust. Oh, ein Volltreffer. Da war ein Volltreffer. Oh mein Gott, hopp. Eisenschädel. Au. Also, nicht so viel Au, aber ein bisschen Au. So. Hier mal, das ist ein bisschen stäfig. Nicht jetzt. So. Ich habe viel schon erledigen. Ich würde ehrlich gesagt lieber das Viech erledigen. Bevor das irgendwie sich hier voll hochballert mit Gangwechsel. Paralysiert, paralysiert. Jawohl. Gut gemacht, hopp. Ah. Ich bin der Beste. Ah, sehr gut. Bringt es jetzt zwar nicht so, aber weil sowieso mit dem nächsten Schlag weg ist, aber okay. Diamant hat 154 HP. Das ist ganz schön viel. Ja, okay. Igni, warum hat Igni so viel? Ich meine, der ist zwei Level höher, aber trotzdem. Okay, Blackwing hat noch mehr. Krass, Alter. Ja, wenigstens wird das hier ein bisschen kompensiert. In diesem Part, dass wir hier ein paar mehr Kämpfer haben. Oh Gott. Nein. Oh Gott, danke. Nein, den anderen. Den hau ich schon kaputt. Keine Sorge. So, wer das Flunkiefer macht jetzt hier mal platt. Aber jetzt ein bisschen doof. Okay. Ah, sehr gut. Und ich heile mich hoch. Ja. Okay, dann du Georgia. Sogar steht, wen hat gehört da? Ist mir noch nie aufgefallen. Okay, steht wahrscheinlich nur bei Doppelkämpfen, nehme ich an, ne? Keine Ahnung. Dabei liefert niemand bessere Arbeit als MC Versicherung. Legt man 100 Maschocken nebeneinander, ergibt das eine Strecke von 150 Metern. Danke. Ganz netter Fun Fact. In Wirklichkeit leide ich unter Höhenangst. Zu tun, dass meine Versicherung von Niederlagen bei Kämpfen nicht aufkommt. Das hat das eine mit dem anderen zu tun, ne? Das ist jetzt wieder die Frage. Oh, danke schön. Ja, es kommt noch jemand aus der rechten Tür und da war es dann, ne? Okay, mit zu reden. Guck mich nicht so an. Feinde kommen. Es ist nicht mehr weit bis zur Spitze, aber wir lassen nicht zu, dass ihr einfach so den Liga-Präsidenten überfällt. Ich habe keine Höhenangst. Als Angestellter von Marco Cosmos Airlines könnte ich mir das gar nicht leisten. Den Jody und Nate. Stardust habe ich jetzt nur gelesen und oh Gott. Da hätte ich jetzt Dings. An erster Stelle, ne? Mein Gott, wie ein einziges Pokémon das an erster Stelle ist, hier alles ruinieren kann, ne? Das gibt's jetzt nicht. Wegen Münzamulett denke ich jetzt gerade nach. Dann können wir ja doppelte Preisgeld hier kommen. Ich hätte schon ein bisschen Geld. Das ist ehrlich gesagt schwer, an Geld hier ranzukommen in dem Spiel. Also eigentlich wird nicht so schwer. Ich könnte die ganze Zeit hier so Riesenperlen und so, die ich in der Naturzone finde, verkaufen, aber ne, will ich nicht. Ich will immer aufbewahren, damit ich den Passback hier verkaufen kann für einen größeren Preis. Warte mal. Was? Wieso kann das Ding Sprungfeder? Ja, weil es eine Bärenfalle sein soll und ja, Sprungfeder halt, ne, nehme ich mal an, aber trotzdem wäre es irgendwie doof. So. Also ich mache jetzt wieder Kehrtwende. Wechsel aus. Ich wollte jetzt nur den Effekt von Münzamulett hier aktivieren. Mit war so über, weil nicht. Wie viel haben wir jetzt mal bekommen? 9000 irgendwas. Jetzt werde ich dann hoffentlich Dings bekommen. So fast 20.000. Da wäre doch nicht schlecht.
weil man Sprungfehler ist. Was ist auf wen ist denn jetzt aufgegangen? Ne? Das ist jetzt wieder die Frage. Was hier Little Mary Kugelsaat gegen Stahles. Sprungfeder. Okay, ist auf Zwolok losgegangen. Wäre eigentlich jetzt mal interessant. Ist hat Zwolok irgendwie hochgelevelt wegen der ganzen Zeit hier? War nicht vorhin noch Level 48 oder so? Ja, irgendwie interessant, wenn er irgendwie mit hochgelevelt wäre. So, auf das Stahlos bitte. Wird wahrscheinlich nicht viel abziehen, aber er wird gar nichts abgezogen. Body Slam. Okay, gut. Lehmbrühe. Okay. Seht ihr diesen Angriff? Er hat mich verfehlt. Wo ich gerade eindeutig getroffen wurde. Oh nee, nicht so was. Aha, ich habe das voll angegriffen. Gott verdammt, was soll ich? Dann setz mal Dings ein. Ja, los, komm, Igni. Auch kurz den Prozess mit denen. Hey, das ist mir ein bisschen zu doof gerade. Zen, Kopfstoß. Warte mal, macht sein Kopfstoß nicht irgendwie Dingens? Geht halt irgendwie auf Spezialverteidigung oder irgendwie so was? Was war das denn? Was? Glaube ich, darf ich jetzt nicht auswechseln mit dem oder was? Ne, ist einfach nur so, weil nicht Feuerwirbel Dingen. So, da hopp uns ja sowieso immer hochhalten, ne? Würde ich sagen, hier. Feuerball. Und er schießt und mitten da rein, in die Mitte rein. Von dieser Falle. Schön. Body Slam. Das wird er meinen Starter hauen wollen. Das ist für alles, was du mir angetan hast. Was war das? Gar nichts. So. Feuerball gegen das Gesicht. Mitten gegen das Gesicht. Nochmal ist das mit Stahlos. Der Kampf hat irgendwie unnötig lang gedauert, habe ich so Gefühl. Dabei liefert niemand bessere Arbeit als Makrokosmos Airlines. Wenn man mit dem Lift nach oben fährt, hat man das Gefühl zu schweben. Oh, 19.600. Oh, 19.000. Bildet euch bloß nichts ein, ihr könnt zum Liga-Präsidenten vordringen. Denn dafür müsst ihr erst an ihr vorbei und das ist völlig unmöglich. Wer Olivia? Das Stockwerk von Liga-Präsident Rosé befindet sich an der Spitze des Rosé Towers, weil er auch an der Spitze der Firmenarchie steht. Jetzt kann ich es nicht mehr weit sein. Bloß nicht schlapp machen. Ja, irgendwie nicht. Wenn du uns die ganze Zeit heilst, kann man gar nicht schlapp machen. Ich erinnere mich voll zurück an Mega Man X8. Mein zweites Projekt auf diesem Kanal. Müssen wir auch mit dem Aufzug irgendwie. Nur zum. Boah, was ist das denn? Muss man nur mit dem Aufzug zum Mond fahren? Halt. Wir kommen auf dem Stockwerk des Liga-Präsidenten. Wir befinden uns hier in der Höhe von 300 Metern. Es ist euch also tatsächlich gelungen, meinen Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Was? Okay, und das offenbar ohne Mühe. Okay. Ich hätte jetzt wissen müssen, immerhin hat der Schem so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Denn eines sollte euch mittlerweile klar sein. Ich lasse es unter keinen Umständen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stört. Dich nehme ich mir zuerst vor, Daniro. Wenn ich dich besiege, wird der Schimpf völlig am Boden zerstört sein und den Liga-Präsidenten aus der Hand fressen. Okay, die ist irre. Und Leo vom Marco Grossmann fort dich heraus. Postage. Oh ja. Brauche ich auch noch. Okay. Naja, stimmt. Okay, Level 50. Und die ist jetzt mal einfach stärker als was wir hier. Boah, ich, boah.
Psycho ist nicht, Geister sind nicht immun gegen, nee, kann ja gar nicht, sonst wären ja die ganzen Psychokinese. Oder ist Zauberschein effektiv gegen Geist? Wobei Feenattacken ist das einziges noch, was bei mir nicht richtig sitzt. Ich mach Psychokinese. Irrlicht. Oh, danke. Die kommen in der 50er Pokémon hier um die Ecke. Ja, du traust dich ja was. Wie kannst du nur mein Pokémon verletzen? Die ist irre. Oh, oh Gott. Diesmal eiskalt stärker als Hop und Mary. Gibt's jetzt einfach nicht. Wie kam es eigentlich zu dieser Situation? Ja, du bist Psycho Feuer, ne? Ich versuche einfach weiter hier. Dreck. Oh nein, ich kann sagen, ist Fee. Ja. Echt blöder erster Auftritt von meinem neuen Teammitglied, finde ich. Du bist Gift Feuer, glaube ich. Ich gebe es nur ein Schild. Ich habe ein Schild schon gefangen. Ja, mache ich dagegen, ja. Wasser. Ja, mache ich dagegen. Ja, ich habe Wasser. Keine Ahnung, sieht hier mal immer erst so als als Stein-Pokémon, wenn ich ehrlich bin. Nee. Ist schon jetzt 1000-mal schwieriger als Hop. Habe ich so das Gefühl. Oder nee, Mary, ne? Ich glaube, Mary war einfacher zu besiegen als Hop. Hop war eigentlich so halbwegs. Obwohl ich weiß da gar nicht mehr. Schon wieder so lange her, Mann. Was für ein Ding? Ach so, du. Okay, ja, alles klar. Ja, muss ich wechseln. Das Leben ist gefährlich hier. Jetzt mal Blackwing ein. Wie gesagt, wie kam es jetzt noch mal zu dieser Situation? Ich habe das nicht mehr im Kopf. Muss mir gleich mal den Part angucken hier. So aufzufrischen, warum wir das eigentlich noch machen? Ich weiß nur, Delion wollte mit den Liga-Präsidenten über irgendwas reden. Jetzt stellt sich irgendwie die ganze Stadt gegen uns, irgendwie weil wir mit Rosé reden wollen. Aber wieso? Ich bekommt irgendwie so vor, als wenn wir jetzt hier, weiß ich nicht, gegen die Bösewichte hier des Spiels kämpfen. Also nicht der letzte Ansturm auf Team Rocket oder irgendwie so weit. Fühlt sich dann irgendwie an, nur als Team Makrokosmos, ne? Wenn so mitten aus dem Nichts kam, dann gibt's ja alles. Nur weil kommt es mir jetzt nicht irgendwie so vor, als wären die böse oder so. Die will ja eigentlich nur, dass hier der Liga-Präsident nicht gestört wird. Und ist jetzt halt irre da. Irre geworden, deswegen habe ich so Gefühl. Ah, Milotic. Was? Okay. Das heißt, Barschwang gibt es in diesem Spiel. Ich will das Magikasam. Jeder andere kann ruhig sprechen, aber Magikasam ist noch auf Level 50. Okay, wenn ich weiß noch nicht, gegen was ich dich eintausche, aber auf jeden Fall kehrt, wenn der Little Mary, würde ich sagen. Okay. Melotic habe ich ja noch nie gesehen in dem Spiel. Oh Gott, sag mir jetzt nicht, Barschweiß hier so richtig blöde zu fangen. So wie in Rubin und Saphir, wo du weißt nicht. Wo sich das nur in einem bestimmten Feld, irgendwie in einem bestimmten Gebiet befindet, wo du gerade angelst. Funkensprung, ja. Aber Melotic hat eine riesige Verteidigung, oder? Nö. Irgendwas war hoch, HP oder Verteidigung. Gleich HP, keine Ahnung. Ah, okay. Mein Gott, der Kampf ist gar nicht mal so einfach.
Ja, so, aber es hat letzte Dingen. Hat wahrscheinlich Gregor deiner Maxen wie es, ne? Das ist mein letztes Pokémon? Echt? Ich drehe gleich durch. Ich glaube, den Punkt hast du schon erreicht. Die Ponytops. Oh Gott, das Viech hat eine Mega-Dingens. Mega-Dingens. Ich glaube, ich würde das hier gerne machen. Ich so etwa großartig gesehen? Geiger Dynamax auf dem Rose Tower. Ja. Ihr Gesicht war so awesome. Okay. Sattenschiff. Er hat ein Schiff in sich stecken. Ein Flugzeug. Er ist ein Spielzeugschiff, glaube ich. Nein. Oh, Bodyguard. Oh nee. Gar nicht dran gedacht. Oh Gott. Au. Oh nee. Ich habe jetzt gerade verplant. So. Ja, komm. Komm schon, Psychokinese. Psychokinese, das wird's doch bringen, oder? Ja, ich verstehe diese Fähigkeit nicht. Deiner Kinese. Okay, das muss jetzt mit einem Schlag weg sein, sonst wird das nicht gut. Weil Fee, ne? Was soll's? Ich will mal Dynamax sehen von ihr. Und ja, die ist mit einem Schlag weg. Gott verdammt. Die ist schneller. Ich sag dir mal eine Attacke, mit der sich schon vor meinem Imagewechsel erfolgreich war. Die ist schneller, ehrlich? Oh mein Gott. Ich komme mit meinen neuen Pokémon nicht dazu, irgendwas zu machen. Ich komme einfach nicht dazu, irgendwie was zu reißen. Ja, mache ich nichts gegen Abfie. Ich muss jetzt nur einen Schlag aushalten, da ist das Problem. Aber wie schnell ist denn die eigentlich, wenn die selbst von dem Viech und ihr überholt wird? 52. Okay, das ist echt langsam. Wart. Oh. Ja. Oh, ich habe eine Idee. Okay, ja. Sprungfeder, bitte. Und tschüss. Blup. Er ist jetzt 400 Meter hoch. Ha. Jetzt kommen wir also zurück. Ha, es läuft nach Plan. Ojo, British. Ach man. Ich wollte meinen Magikasamen hochleveln. Ne? Aber zum Glück hast du halt nicht schon am Anfang gemacht, ne? Ich will erstmal ein Feuerball gegen die Fresse. Hier, pass auf. Was? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade kurz auf die Aufnahme geguckt. Ich drehe mich nur um und das Ding ist schneller. Was ist hier los, Mann? Ey, warum ist denn das Ding so stark? Ach, wegen Bruchrüstung, ne? Deswegen war der schneller. Oh. So, versuch mal deine Giftangriffe hier gegen einzusetzen, du blödes Viech, ey. Gibt's da jetzt hier nicht, ey. Handelt das Ziel vor dem Anwender? Nee. Über Step und... Nachher bringt er nichts, war am Fliegen. Oh. Okay, mein Gott, der Kampf ist gar nicht mal so einfach. Ey. Ich lebe immer noch. Ja, du wirst aber nichts machen können jetzt, ne? Hast du Giftattacken, Felswurf? Natürlich hast du Felswurf. Oh, macht aber nichts zum Glück. Alter, der Kampf war ganz schön hart. Und noch ein Stein. Aua. Na, oh, verreck, meine Güte. Ey. Ah. Einmal nach Pokémon erledigt, da gibt's doch jetzt nicht.
Watteschild. Deswegen wird die Verteidigung drastisch. 3 Stufen. Wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Ich sowieso nie ansetzen. Ja, komm. Grasfeld. Drogenfeld. Yay. Nur. Verloren. Ach, Oliver, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. Okay. Ah, wie ist das möglich? Kann ich denn deine Stärke so schätzen, obwohl ich bei der Arena schön zu gut geschlagen hast? Was? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen, aber wir haben nun alle Wunschsterne, die wir brauchen. Daher dürft ihr nun tun und lassen, was ihr wollt. Ändert könnt ihr sowieso nichts mehr daran. Aber du bist einfach nicht aufzuhalten. Wie du dein Silmarillion all diese Tricks und Kniffe entlockst, ist echt ein Wahnsinn. Ihr hättet fast gar nichts reißen können. Jetzt mich auf den Arm nehmen, ob. Es ist halt die nötigen Vorbereitungen für den Liga-Präsidenten zu treffen. So, kann ich jetzt mal speichern? Ich würde gerne den Part beenden. Und das sieht ja schon wieder voll gefährlich aus. Aber Delion, ich habe es dir jetzt schon 100 Mal erklärt. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champ solltest es wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was sie sagen. Für mich gibt es aber einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten? Als Champ sehe ich als meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Galar-Region und nicht zuletzt ich selbst freuen uns schon so lange darauf. Dann verstehst du es noch immer nicht. Du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Galar-Region. In 1000 Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten dieses Lichterglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um diese Probleme endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alle schaffen, Delion. Verstehe, Liga-Präsident. Das ist also, was uns in 1000 Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben ein Wort. Ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ Cup morgen vorbei ist. Delion, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, weil du mir nicht zu unserer Verabredung aufgekreuzt bist. Dich hier zu finden war alles andere als einfach. Zum Glück hat Ness uns geholfen und Mary und Timiel auch. Ja, und ich danke. Es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger wegen mir hast, Hopp. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und die reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über all das hier. Lass uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenslust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Rose. Dieses Turnier wird in der Geschichte Galas eingehen, so viel steht fest. Okay, ich hatte jetzt irgendwie so gerechnet, dass wir gegen ihn als nächstes kämpfen müssen. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galas einzugehen. Aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang. Ja, ich meine. Am Abend des nächsten Tages. Oh, dann ist jetzt halt schon der Champ Cup. Es ist soweit. Und hast du dich auch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Ja, tust du aber nicht. Ich trete an. Nicht du, ich. Du bist der Nero, richtig? Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gern zum Stadion. Hey, tun Sie ja nicht so, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner Gortrum und ich zeigen Ihnen nun zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nicht zu verstürzen. Ich gehöre zu den Guten. Nicht alle Angestellten der Pokémon-Liga folgen Olivers Befehle blind. Ich habe natürlich gehört, was ich gestern zugetragen habe, und das tut mir alles sehr leid. Oliver würde sich für den Liga-Präsidenten tun, ohne Rücksicht auf Verluste. Alles für ihn tun. Offenbar hätte sie zu diesem Zweck zwar extra eine Gruppe von Experten aus dem Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen. Die Liga-Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. Nun gut, klingt, als könnten wir auf ihr vertrauen, da Niro. So, jetzt aber zum Stadion mit dir. Ich will dich endlich kämpfen sehen.
Soll ich dich zum Squash-Stadion bringen? Du. Wie du möchtest. Wenn du später zum Squash-Stadion willst, kannst du mich einfach noch mal ansprechen oder vom Hotel in ein Flugtaxi steigen. Oder ich kann einfach dahin laufen. Das kann ich auch machen. Was zum Teufel? Soll ich das Stadion, wo wir sonst auch immer gekämpft haben? So. Gut, dann war es das für diese Folge. In der nächsten Folge heißt es dann wohl gegen Deleon antreten, so wie das ausschaut, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.